Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich bin immer noch ganz hart an der Dark Side dran. Ja, wie ihr vielleicht vermutet, ist das hier ein kleiner Videomarathon. Ihr kriegt die schönen Scheibchen, die Videos, aber ich drehe sie hintereinander, weil ich einfach gerade hier so im Schaffensflow bin, was die Dark Side des Geburtstagsbuchs meiner Tochter angeht. Ja, ich habe hier so ein paar Elemente vorbereitet. Ich hoffe, dass mein Mann nicht zu laut nebenan quatscht, statt eine Videokonferenz. Oder dass ihr das, sagen wir mal, nicht so mitbekommt. Ja, das Cover, das wird auch noch ein bisschen weiter dekoriert, aber da bin ich noch nicht ganz so weit. Das kommt noch. Jetzt möchte ich erstmal mit euch Wohnorte finden für so ein paar Standardelemente. Ich sage hier mal, die einfachen sind hier die Ecken, also die Corner Tags. Dann habe ich ein paar Taschen. Habe ich bei der Bright Side ja auch schon mal eingebaut. Und dann habe ich ein Wasserfallelement. Das hier soll so eine, ja, so ein Pocket werden von beiden Seiten. Ich bin mal gespannt. Und ein bisschen Spitze habe ich mir auch zurechtgelegt. Ja, ich wollte mich hier an diese Seite nämlich auch Spitze noch dran machen. Und bei diesen Elementen nehme ich euch jetzt einfach mit. Wie gesagt, wir haben die Schaffenszeit zu. Langatmig ist, der kann sich sehr gerne einfach das Flip-Through angucken. Wenn das Video hier gerade rausgekommen ist, dann wird das mit dem Flip-Through allerdings noch ein bisschen dauern. So, ihr Hasen. Ja, beim letzten Video haben wir diese kleinen Bücherchen eingebunden. Nun ist das so, ich möchte jetzt nicht die Schreibseiten hier immer völlig verzubauen, weil es soll ja einfach auch Platz zum Schreiben bleiben. Platz zum Schreiben bleiben, ist doch herrlich, oder? Ich könnte jetzt zum Beispiel, also ich fange jetzt immer vorne an, das ist irgendwie auch blöd, also ich blätter jetzt mal einfach weiter nach hinten. Ich überlege jetzt gerade einfach, auf welche Seite ich was packen kann. Wenn ich mir dieses Element hier vorstelle, das würde grundsätzlich funktionieren. Aber dann würde ich mir hier oben meine Ecke so ein bisschen zumachen. Also wäre vielleicht sinnvoll, hier sowas hinzusetzen. Das ist aber sehr dezent. Oder einfach später etwas Helleres dazu noch zu machen. Ich bin ja hier noch nicht am Ende, ne? Leute, ist ja noch nicht das Ende erreicht. Tja, was mache ich denn hiermit? Ist zu langweilig. Das passt nicht so ganz zusammen. Wobei ich sagen muss, dass ich tatsächlich auf der Seite davor, ne? Lass mich mal gucken. Die Tempus-Fugit-Seite. Wenn ich da jetzt entweder den Wasserfall hinbringe. Das wäre mal ein cooles Ding, oder? Flip, flap, flip, flap. Alternativ könnte ich natürlich auch. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Wenn ich die Taschen dahin bringe. Oh, die Taschen wären da echt gut. Ja, legen wir mal eine Tasche rein als Erinnerung. So, sagt sie. Hier habe ich so ein bisschen Platz zum Schreiben reingelassen. Also da muss man natürlich muss man da zusehen, dass man da einen weißen Stift nimmt oder einen silbernen. Hier auf diesen Rosen, da ist natürlich, wobei da möchte ich die Rosen so platt machen. Wie wäre es denn da? Das wäre doch eigentlich genau das richtige Element dafür. Jetzt kommt es, ich habe hier drei Signaturen, ich muss ja nicht alles in eine ballern. Ich guck mal eben in der mittleren Signatur, ob ich da auch was Schönes finde. Die Seite gefällt mir auch, da muss ich gar nichts dran machen. Könnte mir vielleicht ein bisschen kurz sein für dieses Element. Gucken wir mal die Rückseite davon an. Die ist bestimmt vielversprechend. Wobei, da kommt ja gleich das Büchlein, das wäre mir ein bisschen viel auf der Seite. Ah, da sind die Schuhe schon drauf. Schon. Oder ist das zu unruhig? Was meint ihr? Die will ich mir nicht so überdecken. Die finde ich nämlich echt edel. Auf der Seite. Was sagst du denn, Schätzelein? Da war ich doch eben schon, ne? Machen wir das so. Kommst du da hin? Und ich habe ja hier diese Seite, bei der ich, die will ich so aufbauen, dass
rechts und links, also dass in der Mitte ein Klebestreifen ist, oben unten. Und dass man auf beide Seiten, in beide Seiten was reinstecken kann. Wo wir dabei einstecken werden. Um genau zu sein, würde die hier doch ganz gut passen, weil hier in der Mitte sowieso nur Kielefetz ist. So, jetzt muss man eben gucken. Oben sind 5 mm zu viel. Die können wir doch mal eben hier abziehen. Und jetzt jedenfalls so Pi mal Auge 5 mm. Schwupps. Hauptsache ist immer nicht zu viel. Also Millimeter, ganz ehrlich, wurscht, geht egal. Aber mehr ist irgendwie blöd. So, und hier wiederholt sich das Muster von der dem Cover. Seid ihr noch richtig schön im Bild, ne? Ja, seid ihr. Traum. Ein Traum. Ist das Licht eigentlich gut? Obwohl, das sah gerade aus wie eine Spiegelung. Nein, das ist tatsächlich dieses Schatzilein hier. So, du kommst dahin. Gebunkt. Jetzt habe ich noch zwei Ecken zu verstecken. Gut, das hier, das hat schon sein Element. Das muss ich weiter sein. Ich habe auch noch einiges an... Ja, wenn ich hier das mit schwarzer Spitze drauf mache, ist das irgendwie lame. Das muss schon ein helleres sein. Eine hellere Seite, die eine Kornattack bekommt. Gucken wir mal. Oh, sagt sie. Und kommt hier gleich mal zur Sache. Das ist doch ein feines Teil. So, du wohnst hier. Und dann kommen wir zu dieser Seite mit der nächsten Ecke. Ich bin noch etwas unentschlossen, ob das wirklich hier hin muss. Mal gucken. Also entweder hier. Würde ich mir die eine Rose dicht machen, aber es wäre auf jeden Fall sichtbar, vor allem weil da Spitze hinkommt. Da kommt das schon hin. Also fällt das aus. Okay. Mist. Wo willst du hin? Bleib, wo du bist. So. Nö, das machen wir so. Das machen wir so. Hier sind wir tatsächlich einfach heute im Standard unterwegs und beginnen mal hier mit den Taschen. Also da werde ich dann vermutlich ein paar Tags reinpacken und allerdings möchte ich nach oben heller werden. Das heißt, ich fange oben hell an. Dunkler. So stelle ich mir das vor. Was meint ihr? Auf jeden Fall fangen wir hier unter dem Tempus Fugit an, nicht ganz so weit. Dann gehen wir hier rüber. Mit dem Specht vorm Fenster, der vor sich hin klopft. Ja, ich glaube, das gefällt mir ganz gut. So embellishment-seitig kommt da bestimmt noch was dran. Aber ich wollte jetzt erstmal für die Basics sorgen und dann werde ich wirklich mit der großen Dekokanone hier durch die Buchhälfte flitzen und euch dann hinterher das Ergebnis zeigen. So, dann fangen wir mal oben an. Let's begin with the oberen Dance-Kirchen hier. Oh, ich kann euch schon mal ein bisschen heiß machen. Ich habe hier eine schöne Patina-Effektfarbe gekauft.
auf einer Bastelmesse zusammen mit der lieben Dani von Crafty Siren. Und diese werde ich anwenden. Sie wird auch, sofern das Ergebnis denn gelingt, in diesem Buch vorkommen. Also nicht Dani, sondern die Patina. Und ich bin wirklich gespannt, wie das aussieht, was ich mir da so vorgestellt habe. Das hat mit dem Cover zu tun, kann ich schon mal sagen. Allerdings nicht mit der Darkside. Wäre auch komisch, ne, wenn ich so eine türkise Patina auf die Darkside kleistern würde. Das wäre tatsächlich ein bisschen seltsam. Oh. So, dann wollen wir mal die erste Tasche hier setzen. Ich möchte unter dem Fugit einsortiert sein von Tempus Fugit. Tempus Fugit. Die Zeit läuft. Latein, das Leben. Ich hatte einen coolen Lateinlehrer. Klingos Maximus. Klingos Maximus haben wir ihn genannt. Er sich selber natürlich nicht. Eigentlich nicht, wäre nicht cool gewesen. Der war mega streng, ich kann es nicht anders sagen. Also wirklich, man hat schon darauf geachtet, dass wir die Sachen da ordentlich machen und Latein ordentlich lernen. Auf jeden Fall hat er immer gesagt, Latein ist Leben. Und es ist tatsächlich so, dass man in sehr, sehr vielen deutschen Vokabeln einerseits, aber auch in anderen Sprachen findet man sehr schnell, fasst man sehr schnell Fuß. Und kann dadurch einfach, also wenigstens das geschriebene Wort lesen oder wenigstens ein bisschen verstehen. Gesprochen, es ist nochmal eine ganz andere Nummer. So, ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Ich sollte noch nicht so viel Kleber nehmen, dann quatscht das da auch nicht raus. Hab mal gehört, dass das eine schlaue Idee ist, nicht so viel Kleber zu nehmen. Das war nicht wahr, das war. So, den würde ich jetzt hier weiter rüberziehen, also dass es bis ganz an die Kante geht. Und den dann dort weiter rüber. Und dann hätten wir nämlich schon mal unsere erste, also mal ein bisschen Basic-Elemente, Seite an der Stelle fertig. Ein paar spektakuläre Seiten haben wir ja auch schon, also mit diesen kleinen Chess-Büchlein. Und wie gesagt, ich bin so gespannt, was ihr sagt, wenn das dann fertig dekoriert ist. Wie euch das dann gefällt. Und ob ihr sagt, boah, hätte ich jetzt ein bisschen mehr vorgestellt. Oder ob ihr sagt, wow, geil. Coole Sache, weil ich habe dieses Papier hier gefunden. Ich habe es tatsächlich bei eBay Kleinanzeigen, habe ich Papier gekauft. So ein Konvolut. Und habe dieses mega coole Papier gefunden dabei. Und freue mich seitdem wie ein kleiner Schneekönig, dass das hier so zu meinem Vorhaben passt. Schneekönig, Schneekönigin, ihr wisst das Ding. Also, ihr wisst Bescheid so. Genau. So, Pocket sitzt, wackelt und hat Luft. Dani, bist du zufrieden mit mir? Da gehen bestimmt noch viel mehr Pockets. Ja, man muss sie nur irgendwie füllen. Also, ich werde auch noch eine ganze Rutsche Tags machen. Ich habe ein bisschen was zum Reinpacken, habe ich schon. Ich muss gestehen, dass ich noch einige Tags machen muss, damit es wirklich für die ganzen Pockets und Co., die ich auch auf der anderen Seite gemacht habe. Ne? Also, ich sag mal so, auf der Bright Side habe ich sogar noch mehr Deko-Elemente und noch mehr Sachen, die man so reinpacken kann, als hier. Und dementsprechend ja, muss ich ein bisschen für Inhalt sorgen, also dass ich so Pockets und so kleine Tagspots und sowas, dass ich das wirklich vernünftig auch fülle. Weil ich finde es immer blöd, Sachen ohne Pockets, ohne Inhalt. Oder mindestens manchmal im Sinn. Also manchmal ist einfach so eine Schreibseite, zusätzlicher Platz zum Schreiben, auch echt eine geile Idee. So, es ist noch ein bisschen
grau und einfarbig, aber mein Gott, das wird schon. Mein Gott, Walter. Walter hieß übrigens mein Opa. Der hat mit mir ganz viele tolle Sachen im Keller mal gebaut. So im Keller, weil der die Werkstatt ist. Ganz einfache Kiste. Nächste Werkstatt, nächste bauen. So, wir haben hier das Element, das wird rechts und links festgeklebt. Und zwar ordentlich. Und dann kann man diese Lasche hier rausziehen. Und dann klappen die Elemente. Und da bin ich mal am Überlegen, ob mir noch irgendwie Sprüche auffallen oder so. Ich habe das ein bisschen verstärkt, damit das stabiler ist. Mir noch so Sprüche einfallen oder ob ich da vielleicht mit dem... Wobei, muss ich das durchziehen? Fällt mir gerade auf. Ja, muss ich. Also, machen wir das Ganze mal rückgängig. Ich darf das gar nicht so breit machen. Darf ich gar nicht, weil sonst... Jetzt muss ich das hier nämlich erstmal trocknen lassen. Edge hätte ich mich fast selber verarscht. Na schön. Wenn ich das jetzt aufklebe, ein bisschen Taschentuch dran, das ist nicht so schlimm. Wenn ich das jetzt aufklebe und ich will hier die Elemente dahinter ziehen, wie sie hier dahinter laufen, ihr seht, darf ich natürlich nicht breiter als so kleben, weil sonst funktioniert das ganze Spiel nicht. Ach ja. Machen wir erstmal bei den anderen Teilen weiter. So. Hatte ich nicht eben noch einen Hammer hier? Ja, hatte ich. Ich hatte einen Hammer. Ups. Ja. Ich überlege, ob ich das jetzt hier so hinmache und dann eigentlich wäre es cooler, ne, als da. Aber bevor ich das tue, werde ich dem ganzen Schatzi hier noch ein bisschen Spitze verpassen. Spitze, Spitze, Spitze. Das wäre sowieso hier und da in dem Buch noch sehr angebracht, ein bisschen Spitze zu verteilen. So, da bin ich jetzt auch gleich gespannt, ob ich das direkt aufkleben kann oder ob mir die Spitze hier einen Strich durch die Rechnung macht, weil ich, ja, weil das halt durchklebt. Also, ihr wisst, was ich meine. Halt blöd, wenn ich meine Pocket zuklebe, ne? Oder meine Ecke hier. Das wäre nicht die schlauste Idee des Tages. So. Na, schauen wir mal. Ich tüdel jetzt mal eben die Spitze hier freifliegend drauf. Dass das so ein bisschen cool aussieht. Ja, es klebt halt schon durch. Das ist nicht ganz so geil. Das ist auch kein Wunder, ne? Also bei der dünnen Spitze hier. Es ist ja keine dicke Baumwollspitze, also von daher. Warum soll sie auch nicht durchziehen? So. Nein, ich halte nichts davon, Spitze genauso spitz auslaufen zu lassen. Ja, also wenn ich das jetzt hier zudrücke, dann ist das doof. Das heißt, wir merken uns hier die Seite. Merken wir uns. Und packen Streifen Papier rein. So, eine Ecke zur Seite. Wo ist dann die zweite Ecke? Die ist da vorne. Weil dann machen wir das gleiche Spiel. Auch hier. Mit der Ecke, die ich in diese Ecke packen werde. Aber die soll die gleiche Spitze bekommen. Also erstmal ein bisschen mit Kleber drauf. Kleber drauf. Und Spitze ausgerollt. Na, jetzt habe ich mich in meiner Schere ein bisschen vertüdelt. Spitze auf die... Ich übersetze jetzt mal das, was ich außerhalb des Bildrandes tue. Ich glaube, ich muss meinen Kameraarm... Also entweder brauche ich einen längeren Kameraarm, einen, der ein bisschen anders ist. Oder... Ach, fuck. Mistegacke genannt. Ich muss mir irgendwie was überlegen. Weil nämlich mein Kameraarm hier sich schon ziemlich streckt.
Ich habe meinen Schreibtisch ein bisschen umgeräumt. Lucky me. Yes, ich habe meinen Schreibtisch ein bisschen umgeräumt und habe da mehr Platz. Gut so. Und einfach meinen ganzen Aufbau, also meinen Schreibtisch vorgezogen um. Oh, 20 cm waren es bestimmt. Und den ganzen Aufbau, der hinten quasi so eine Empore bildet, ja, schief schneiden kann ich auch, den habe ich nach hinten versetzt. Auf Schienen sozusagen, also auf Teile, die über den Tischrand an sich hinausstehen. Was prinzipiell eine ganz gute Idee war. Nur ist dadurch der Aufbau, also sagen wir mal, die kleine Empore weiter hinten und mein Kameraarm damit auch. Sucht den Fehler. Das ist jetzt die Rache des Kameraarms. Nein, er ist einfach zu kurz für das, wie es jetzt sein soll. Das sieht ja nicht schlecht aus. Nein, ich möchte eigentlich, dass die Seite sich wiederholt. Wir machen das Spiel jetzt so. Der Hammer hält wieder die Seite fest. Das ist ein braver Hammer. Jeder sollte einen haben. So, ich denke mir das jetzt so. Ich nehme das Blatt, oder das Blatt, also das hier den Cardstock, das Designpapier. Das ist echt eine gute Qualität, also das gefällt mir richtig. Da ich mittlerweile herausgefunden habe, welche Firma das ist, werde ich mir davon mehr bestellen. Auch dieses Design gefällt mir hier richtig gut. Das ist nämlich 13 Arts, wenn mich nicht alles täuscht, und das Arts mit einem Ad geschrieben. Das ist dieses Designpapier hier. Und das ja, gefällt mir. Das ist Queen of the Night. Ja, ich glaube, Queen of the Night heißt das ganze Ding. So, und jetzt werde ich hier einfach nur. Ich will das natürlich auch stabilisieren, ne? Weil so ein riesen fettes Bellyband macht nur so bedingt Sinn. Dementsprechend. Werde ich das hier in der Mitte mit diesem Streifen stabilisieren und habe dann rechts und links eine Tasche. Hihi, Pocket. Yay. So, jetzt müssen wir diese Pocket nur noch vernünftig auf die Seite bringen. Das darf hier durchaus unten an der Seite fein gerade sein. Diesen kleinen Krepel dann in der Mitte überdecken. Weil ich auch nicht, weiß ich nicht mehr, was ich mir da so gedacht habe. Das ist fein und gut. Ich mache jetzt nicht vor, wie ich da was reinstecke. Das werde ich dann auch schön dekorieren. Aber erst, wenn es trocken ist, weil sonst ist die Deko stuck. Ganz einfache Geschichte. Öffnen wir wieder die Geschichte und hier. Kommt ihr eigentlich mit, kommt die Kamera mit dem Hammer und so klar oder ist sie jetzt blöd am Fokussieren? Ja, das sieht vernünftig aus. Das sieht vernünftig aus, weil mittlerweile ist nämlich hier auch der Kleber trocken. Ich werde allerdings zur Vorsicht und weil ich mich erkenne, werde ich hier ein bisschen Grillmatte. Silikonmatte dazwischen stecken. Auch lustig, ne? Ich hatte eigentlich Silikonmatte bestellt. Jedenfalls war das mein Plan. So eine Grillmatte bekommen. Allerdings funktioniert die Grillmatte auch, also was mal dieses nicht an Seiten festkleben angeht. Ich sage, das ist so, funktioniert ganz gut. So, was mein, ich sag mal in Anführungszeichen, letzter Streich morgen sein wird, oder hoffentlich, mal gucken. Ich werde hier auf der Dark Side noch so ein paar zusätzliche Seiten einbauen, wie ich das auf der Bright Side auch schon gemacht habe. Also nicht genau so, aber auf jeden Fall so ähnlich. Habe ich nämlich ein paar echt coole.
Seins noch gefunden hier auf den letzten Meter. Ich sage deswegen auf die letzten Meter, weil meine Tochter nächste Woche aus dem Urlaub wiederkommt und dann das Geburtstagsgeschenk fertig und fein sein soll. Und mit diesen schönen zusätzlichen Seiten, guckt hier mein Papier. Tada. Und klebt das der Inhalt der Tasche wenigstens nicht. So. Klatsch. Mit diesen zusätzlichen Seiten werde ich hier einfach so ein paar Elemente reinbringen, wo man einfach noch ein bisschen Schreibplatz hat, ein bisschen was zum Ausklappen, bisschen was lustig. Und ich bin guter Dinge. Das ist gut für dich und da würde ich euch auch glatt mitnehmen. Also, ich weiß nicht, ist ja dann, ihr habt die Nase voll von diesen, ich bastel so vor mich hin und quatsch euch voll Videos, dann guckt's halt nicht. Dann halt nicht. Aber wenn ihr Lust habt, mir dabei zu folgen oder ein bisschen Entspannung braucht, selbst beim Basteln und einfach ein bisschen von einem Bastler vollgequatscht werden wollt, dann nur zu. Hört mir zu, schaut mir zu. Und ja, irgendwie kommen wir schon zur Rande. Die Unterhaltung ist allerdings ein bisschen einseitig, muss ich sagen. Also, ja, wo wir wieder bei dem Thema wären, live basteln. Das werden wir auch noch machen. Was habe ich denn da gemacht? Fällt mir da gerade auf. Moment, bevor du richtig festklebst, mein Schatz, muss ich dir noch einmal den Schnipsel da abschneiden. Habe ich das doch glatt übersehen, den Schnipsel. Gibt's doch gar nicht. So, wir waren gerade dabei, von einem Bastler vollgequatscht zu werden. Ja, das gibt's frei Haus mit meinen Videos. Bis ihr um Gnade winselt. So, wenn ihr sagt, wow, hör endlich auf ins Voll zu quatschen. Okay, dann gibt es Videos mit Musik. Aber auch da kann ich euch nicht versprechen, dass sie euch gefällt. Mein Mann war neulich, hat den Lachanfall seines Lebens in der Sauna bekommen. Ja, er hat über mich gelacht und über eine Tatsache, dass ich, als die Saunameisterin Helene Fischer spielte, ziemlich schnell aus dieser Sauna verschwunden bin. Ziemlich schnell. Also wirklich, so schnell habe ich noch nie eine Sauna verlassen. Ich dachte, es geht nicht mehr schlimmer mit zwei Ballermann-Hits davor. Da dachte ich, ah, jetzt ist durch, jetzt ist durch, alles wird gut, das wird besser. Und dann der Endgegner. Ah, ich habe ja noch einen. Einen habe ich noch. Dann kam der Endgegner. Der ein oder andere würde jetzt sagen, wieso? Was hast du gegen die? Ja, komm, geschenkt. Ist nicht meine Musik, also wer sie mag, alles fein. Aber für mich in dieser Sauna war es der Endgegner. Lustig war auf jeden Fall die Reaktion meines Mannes. Ich glaube, ein paar Herren in dieser Sauna fanden das auch noch ziemlich witzig. Saunameisterin hat mich sehr verstört angeschaut. Aber natürlich ihr Programm dabei also weiter durchgezogen und sich nicht davon großartig ablenken lassen, aber dafür ist sie auch Profi, ne? Ich war der Gast, ich war nicht als Profi dort. Deswegen können wir solche kleinen Gesichtsentgleisungen und fluchtartiges Verschwinden in der Sauna nicht böse ausgelegt werden. So, ich packe das jetzt mal hier ein bisschen mehr in Richtung Mitte. Warum mache ich das? Ich möchte hier diese schöne Schrift sehen können. Die gefällt mir nämlich ziemlich gut, muss ich sagen. Sorgen wir mal dafür. Jetzt habe ich ein bisschen über den Rand gemalt. Ich hoffe, dass sich das nicht an die nächste Seite backt, weil das ist nämlich eine dünne Seite, die andere. Und nein, ich werde es euch jetzt nicht vorführen, weil sonst mache ich mir nicht hier Schrott. Das muss erstmal trocknen. So, liebe Leute. Puh. Vorbereitete Embellishments sind drin. Das Buch wird immer schwerer. Das wird echt so ein richtiges, großes, dickes Monster. Und ich, boah, ihr wisst gar nicht, was ich alles noch da habe, um dieses Buch zu füllen. Ich bin auf jeden Fall bin ich
von mir selbst begeistert. Naja, nee. Mir macht Spaß. Mir macht Spaß und ich bin über meine Idee begeistert. Nennen wir das mal so. Ich finde meine Idee hier ziemlich cool. Und das waren heute ein paar Basics, außer vielleicht der Wasserfall, aber da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Wenn ich noch dran denke, verlinke ich euch das. Wenn nicht, dann sucht doch einfach. Ich habe meine Videos immer ziemlich sprechend benannt. Und dementsprechend werdet ihr es auch finden. Genau. So, und die beiden sind doch süß, oder? Auch wenn sie in der Darkness sind. Die kriegen noch ein bisschen Besuch. Und ich muss auch noch, ich muss mal gucken, habe ich eigentlich einen guten Konturliner? Habe ich eigentlich eine Old Gold? Egal. Also, nicht euer Bier heute. Ich verabschiede euch jetzt hier an dieser Stelle des Videos. Ich freue mich sehr, wenn ihr mich wieder beehrt beim nächsten Video. Wenn euch das Gequatsche stört und euch das so langsam ist, dann nur zu. Schaut euch das Flip-Through an. Das wird es dann am Ende dieser kleinen Videoserie hier geben. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ihr hört mir mit Sicherheit richtig aufmerksam zu, wisst das schon und seid dabei. Ansonsten freue ich mich über Likes, Kommentare und was hätte ich besser machen können? Habe ich was vergessen? Wie gesagt, Deko kommt später. Und dann bis demnächst in diesem Kino.